So, einen wunderschönen, liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in RimWorld. Und wir sind gerade dabei, Bücher zu binden. Und sie packt es nicht auf einen Haufen. Mann. Okay. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, sie soll 5 Bücher machen. Dann wird sie 3 Bücher schreiben. Und dann wird sie das collaten. Und was wir daraus machen können, ist, hoffe ich, mal das hier. Dass wir hier Bücher hier machen können. Diese Buchständer. Weil die machen einmal den Schreibboost. Also Leute, die da dann am Rumschreiben sind. Wie sie jetzt. Dadurch geht es schneller voran, wenn sie ein Buch schreibt. Und zusätzlich, wenn ich hier das große Ding baue, hat es eine Attraktivität von 50. Das heißt, dieser Raum wird auf jeden Fall noch hübscher werden. Aber Dinger werden wir hier auf jeden Fall nicht hinstellen. Weil ich habe vor, dann eine Bibliothek zu bauen. Und so ein kleines Buchding auf jeden Fall überall hier bei uns ins Zimmer auf jeden Fall. Das ist auch ein Muss. Und ich merke gerade, Ingo könnte ja meditieren. Was macht Nina? Ah. Beehive, okay. Zusammenbruch, Fressattacke. Mhm. Meditieren. Wer hat denn jetzt hier einen Zusammenbruch? Maximus. Genau. Wieso? Weshalb? Was ist denn mit dir falsch? Ach, weil er noch mit Menschen geschlachtet hat. Und jemand hat ihnen Lügen erzählt. Schön. Interessiert mich alles nicht. Das sind alles Kleinigkeiten, ja? Es gibt Sachen, die sind viel größer. Wo war ich stehen geblieben? Genau, sie macht jetzt am... Können wir hier nicht sagen? Dass da auch Waste hin soll. Kommt hier keine Kacke hin. Kleidung. Eine Kleidung rein. Geht. Waffen auch nicht. Nur Brocken. Schlacke. Gold. Bank. Warum wird denn jetzt hier überall gehackt? Bam! Headshot, oder? Körperschuss. Aber hat schon ausgereicht. Mhm. So viel Holz haben wir doch gar nicht verballert. Wie viel haben wir so viel Holz verballert? Wo haben wir denn Holz verballert? Keine Ahnung, ob wir Holz verballert haben. Haben wir Holz verballert? Keine Ahnung. Hier. Wie sieht's aus? Baut Gebiet an. Nein. Du sollst hier weitermachen. Ich will wissen. Ach, jetzt ist sie mit Schreiben dran. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. So, fang mal an zu schreiben. Du bist hier unsere Künstlerin. Qualität exzellent. Also da muss schon was Gutes dabei rauskommen. Hey, lass sie in Ruhe. Sie muss schreiben. Wir fressen ein Stück. Oder bist du... Ja, der ist noch in der Fressstimmung.
Okay, es wird jetzt überall wieder Holz gehackt, wohl ich verstehe gar nicht warum. Wer hat denn unser ganzes Holz aufgefressen? Kannst mir doch nicht weismachen, dass dieses Ding so viel Holz gefressen hat, oder? 100 Holz. 100 Holz ist aber nicht gerade wenig. Ist fast gar nichts. Ach nee. Unsere Honig. So viele. Okay. So viele Königin hatten wir in der Nähe gehabt. Okay. So. Auch alle mitnehmen. Passt es nicht, ihr Pisser. Sie hier das ganze Zeug nicht mitnehmen wollen. Ja, ist aber auch schon ein verdammt krasser Weg bis zu unserer Siedlung. So, hier wurde angepflanzt, da noch nicht. Hier muss noch weiter gemacht werden. Aber wir haben kein Fertilizer mehr, oder? Deswegen macht das auch nicht mehr. Bam, bam, bam. Gut. Ist kein Problem. Wenn ich hier auch Fertilizer machen. Dazu brauchen wir nur Dirt. Wir haben kein Dirt. Nehmen wir Dirt. Wir müssen einen Dirtplatz machen. Digging Spot. Ja. Das mal hier. Großhändler. Jetzt ist erst der Großhändler. Ach, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Das ist einfach nur ein Witz. Das ist so ein Witz. Ich habe schon alles verkauft und jetzt kommen die Spacken an. Hier von Buxtehude. Ihr seid Pisser, wisst ihr das? Ihr seid solche Pisser. Mann. Ja, was können wir denen jetzt noch verkaufen? Eigentlich nichts. Wir haben ja nichts mehr für sie. Oh. Right Book. Titel Sams Porträt. Kunst. Was macht denn hier so ein... Oh, ich wollte schon gerade sagen, wir stehen hier gerade am... Oh, Jess. Hast du mich gerade erschreckt. Was macht der? Eine einfache Beinprothese. Ah, sehr gut für Sam. Gut, ein Buch haben wir fertig. Aber was Kacke ist. Ah ja, genau. Bücher. Müssen wir hier erstmal noch binden. Und dann haben wir ein Pile of Book. Und wir brauchen dafür drei und dafür fünf. Bedeutet drei Bücher. Neun Bücher, leckt mich am Arsch. Das sind eine Scheißmenge Bücher, die wir brauchen. Eine Arschmenge Bücher. Jetzt fängt er an. Gut, dann machen wir da auf jeden Fall den Book Rack hin. Hier ist jetzt das zweite Buch. Da ist das dritte. Story of a Rat.
So, das zweite Buch. Was ist denn das? Sieht fast aus wie so ein Liebesroman oder so. Überlegen. Auf Schnecke. Aha. Tada! Das sind die drei Bücher zusammengebunden. Nice, nice. Müssen wir auf jeden Fall überlegen, ob wir nicht Buchpakete holen von irgendeinem Händler oder so. Das hat Jess angefangen. Einfache Beinprothese ist noch nicht fertig. Jess, was soll das? Du hast angefangen, also machst du es auch zu Ende. Weil dann können wir Sam gleich das Bein anlegen. So, ich bin echt gespannt, was die Viecher dabei haben. Tofu. Tofu haben die dabei. Wow. Ja. Ingo weiß Bescheid. Wo ist denn hier, wo ist das Fragezeichen? Ich sehe schon wieder nicht das Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Nee, da ist er. Ingo. Was ihr macht, ist ganz schön gefährlich. Wisst ihr das? Wieso sind die da oben? Und da sind auch noch welche. Was macht ihr? Ja gut, Beinprothese ist fertig. Ich binding Leder. So, was können wir denn verkaufen? Wir haben eigentlich nicht so viel. Leider. Honig haben wir. Verkaufen wir. Blanke Bücher. Mm-mm. Neutraminen haben wir noch eine Menge. Painting Supplies. Guck mal. Und, Alter, sind die teuer. Sind die teuer. Genau, solche Dinge brauchen wir. 62, wenn wir sie damit beschäftigen. Nee, das ist leichtere Sachen. Auf jeden Fall leichtere Sachen herzustellen. Binding Leather. Machen wir erstmal, mal gucken. Stoffmäßig. Haben wir nicht so viel. Dann doch nur 120, dann behalten wir den Rest. Haben wir hier noch was? Wir können Beeren verkaufen. Agrarfrucht. Trockenfutter. Was können wir denn noch anbieten? Sugarkane. 10 Sugarcanes haben wir schon. Wow. Die Stehlampen will echt keiner haben. Er will schon Stehlampen, ne? Die Dinger sind bestimmt auch geil. So ein Empty Arcaden-Ding reingeschmissen. Das ist. Ah, genau. Ich wollte ja danach gucken, welche Dinge was ist. Elderscrones. Was sind das? Was könnte da... Glutendogs. Das ist auf jeden Fall mit Taming war das, genau. Ein Artisan. Ich hab keine Ahnung. Bauen vielleicht? The Sims. Ist bestimmt hier für Dings da. Trauma, wenn.
Medic. Wisst ihr was? Ich probiere das mal. Wir müssen den 1000 geben. Haben wir noch irgendwas, was wir den verkaufen können? Inicam. Den. Wert. Und ich verkaufe mir den schon. Kraftstoff. Blankbooks. Nein. Butter. Mein Gras nicht. Auf. Wiederherstellen. Zusammengedingst. Machen wir einfach nur 200. Obwohl, wir haben Stahl. Aber wir haben den extra wegen Stahl geholt. Wenn denen echt so viele Bären geben, ist das Peach. Und Äpfel. Haben wir Bier? Nein. Okay, dann machen wir halt Minusgeschäft. Egal, passt. Eis auf den Mushrooms behalten wir. Okay. Jetzt die Frage, wo ist der ganze Scheiß? Und jetzt? Ich brauche ein Arcade Construction Table. Ich fasse es nicht. Jetzt habe ich das ganz teuer gekauft und den kann ich dich nicht benutzen. Toll. Das ist super. Dafür muss jetzt das Eichhörnchen und die Ratte sterben. Mann, ist das scheiße. Kacke, kacke, kacke. So. Das haben wir jetzt komplett fertig, sehr gut. Dann packen wir das rein und sagen, hier, Arcade Construction, danke. So. Was mache ich? Es ist eigentlich Tag. Ach, weißt du was, hier, mach mal schnell hier so ein Ding. Und dann fängst du morgen an, das herzustellen, ihr neues Arm und neuen Bein dazu dingsen. So. Können wir jetzt irgendwas Neues machen dadurch? Ist da was dazugekommen? Seht ihr was? Die Prothesen haben wir. Aber sonst? Wir gucken mal unsere Tiere an. Medical Tiere. Das eine Muffalo hat auch. Können wir hier was machen? Nein. Wo ist denn der andere Muffalo? Gerald. Hat schon Beinprothesen bekommen.
Oh, okay. So, ist fertig. Das heißt, theoretisch bin ich zufrieden. nee, ist bald Schlafenszeit für mich. Aber ich habe jetzt... Ich habe es immer noch nicht. Aber ich habe ein bisschen Handwerk dadurch bekommen. Das ist gut. Das ist mehr als gut. Beiden können weg. Was kann ich sonst noch machen? Okay. Und hier, bei den Tieren, eine Schwanzprothese. Stellt bionisches Bein her. Stellt bionischen Arm Tier her. Bionisches Auge für das Tier. Bionisches Ohr. Ist denn jetzt ein Auge bei so einem Muffalo wichtig? Sieht schlecht. Bewegung reduziert, weil trächtig. Okay. Hier aus nix. Ist auch trächtig. Mein Fuchs. Auch in Ordnung. Andromeda, auch in Ordnung. Andromeda, auch in Ordnung. In Ordnung. Ordnung. Trächtig, ist in Ordnung. Ja. Scheinen alle Tiere so gut in Ordnung zu sein, bis auf die Nase und das rechte Auge. Aber... Da es nur Muffalos sind, ist es ja nicht so wichtig. Aber was interessant wäre, wie teuer ist denn so ein Bionisch? Alter. Braucht schon Handwerk 10, okay. Ist ein bisschen was. Fertilizer. Da brauchen wir auf jeden Fall Dirt. Komponentenstarter. Lass mich raten, und wenn ich hier Komponentenstarter machen will, brauche ich rohes Essen. Er nimmt auch Tierfutter, wenn er befruchtet. Deine Mutter nimmt befruchtete Eier. Kannst du knicken. Das kannst du auch vergessen. Vegetarisch kannst du alle ruhig nehmen. Okay. Haben wir von den Startern noch? Und noch 200 Starter. Geht klar. Das war das Menschenzeug, ja. Bis ich 200 habe. Fertilizer. Bis ich 100 habe. Und kann gestartet werden wieder bei 20. Und da kann gestartet werden bei auch 20. Machen wir nur 100. Passt, passt. Kann losgehen. Und hier wird fleißig gedickt. Weil ich gesagt habe, 500. Mach 100 und bei 20 kann es wieder losgehen.
Ah, guck mal, wie schnell es jetzt geht. Tack, 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 tack. Und ja, läuft. Guck mal, die Blaubeeren sind schon reif. Sugarcane auch. Teil davon so. Oh ne, jetzt wird geerntet. Sehr geil. Das heißt, wir können wieder ein bisschen Sugarcane machen. Und zwar hier. Und einmal Papier. Kann ja 5 Papier gemacht werden. 3 und 1. Und es stockt schon wieder. Warum auch immer. Wo kommt jetzt ein Sugarcane hin? Ich hoffe hier. Ja, genau. Wie war das? 25 war es immer, oder? Genau. Das sind 10, 20, 25. Reicht für einmal. Oh, Maximus, was macht denn der? Der macht wieder Canned Food. Sehr nice. Und unser Fuchs frisst unser Pinniken. Okay, kann er ruhig. Trockenfutter ist ja nicht immer was. Ne? So, aber ich sehe schon wieder, die Zeit ist um. Und wir machen in der nächsten Folge mal ein bisschen rum. Hoffentlich, dass es rum ist. Ja, wir machen rum. Auf jeden Fall sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.